Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu unserem ersten Urlaubsvlog. Wie immer starten wir im Auto. Wir sind jetzt auch schon unterwegs und haben ungefähr ein Drittel geschafft, sagt Felix gerade. Wir haben jetzt auch gerade schon die erste Pause gemacht und haben getankt. Die Kinder sind eigentlich noch ganz gut drauf. Jule hat jetzt bis eben gerade die ganze Zeit geschlafen. Wir haben hier Vormittagsschläfchen direkt genutzt für die Fahrt. Und Navi sagt, wir sollen in 1,5 Stunden schon da sein. Also sehr, sehr gut. Kommen also wirklich gut durch und es klappt auch alles ganz gut. Lia spielt und malt so ein bisschen. Wir haben extra so einen Tisch gekauft, wo sie halt so ein bisschen malen kann. Und das klappt auch eigentlich echt ganz gut. Jetzt nur langsam hat sie kein Interesse mehr daran. Jetzt futtern die beiden gerade so ein paar Snacks. Und dann werden wir gleich so ungefähr in 30, 40 Kilometer, glaube ich, mal Mittagessen gehen. Dann ist es schon 11:30 und langsam macht sich bei mir auf jeden Fall der Hunger breit. Bei dir? Ja. Auch? Und die Kinder, wie gesagt, snacken ja auch gerade schon was. Genau. Ja, was gibt es noch viel zu erzählen? Heute Morgen war natürlich wieder ein bisschen stressig. Ist ja immer so, wenn man kurz vor los ist. Wir haben halt auch noch zu Hause alles sauber gemacht und alles aufgeräumt und fertig gemacht. Und dann müssen wir das Auto noch größtenteils packen. Aber jetzt sind wir unterwegs, wie gesagt. 1,5 Stunden sind wir schon on Tour und eine Stunde ungefähr. Ja, getankt haben wir und jetzt sind wir in voller Erwartung, wie die letzten 1,5 Stunden werden mit den beiden Mäusen. Und wir berichten euch auf jeden Fall. Es geht übrigens wieder in das Familienhotel Seeklause in Trassenheide. Auf Usedom ist das. Und es war ja letztes Jahr schon unglaublich schön, nur dass das Wetter da nicht so mitgespielt hat. Ich hoffe, es wird diesmal besser. Der Wetterbericht sagt leider was anderes, aber wir sind mal gespannt, ob wir da ein paar schöne Tage erwischen können. Und sonst haben wir da ja auch einen Pool und alles, aber das zeigen wir euch dann wieder. So, mein Lieben, ihr seht, wir haben eigentlich nur noch 8 Kilometer vor uns. Aber stehen hier schon seit 10 Minuten im Stau. Hier geht nichts mehr oder kaum was. Genau vor der Brücke hier. In Wolgast stehen wir. Bin mal gespannt, wann das hier weitergeht. Wir haben übrigens gerade auch schon was essen und die Kinder machen eigentlich auch noch ganz gut mit. Lia spielt jetzt hier wieder und June. Lia, was macht June? Schläft die? Nee, die guckt einfach rum. Sie ist noch da. Wir sind sehr gespannt. Ach, ich bin echt gespannt, wie die Kinder gleich reagieren, also Lia, wenn wir da sind. Aber jetzt müssen wir erstmal hier durch den Stau. Von der Gegenseite kommt immer was. Ich denke, das wird an der Baustelle liegen, die wir vorhin im Radio gehört haben. Ja, reinschauen. Auf der Brücke. Naja, wir schauen mal. So, endlich haben wir es geschafft, über die Brücke hier in Wolgast zu fahren. So, meine Lieben, könnt ihr das sehen? Tada, wir sind tatsächlich angekommen. Wir zeigen euch natürlich gleich einmal alles. Wir gehen einmal jetzt rein und uns anmelden. So, ich hol's mal die June raus. Die war die letzten 5 Kilometer nicht so gut gelaunt. Aber jetzt haben wir sie geschafft, ne? So, June, komm her, Schatz. Oh, hey. So, komm her. Komm her. So, wir haben das Hotel gesichtet, uns angemeldet und haben jetzt hier so einen Wagen geholt. Damit werden wir jetzt einmal alle Sachen reinbringen. Lia, wie findest du das Hotel bis jetzt? Schön. Schön? Alles ready. Ich zeige euch jetzt das Hotel mal direkt. Ich gehe schon mal vor. Ich zeige euch das jetzt mal hier, wie das so aussieht. Ja, das ist das. Wuhu. Da ist der Notausgang, ne? Ein Notausgang. So, hier vorne am Eingang steht auch schon der Shuttle. Damit kann man sich dann immer zum Strand fahren lassen. Muss also nicht selber mit dem Auto hin, sondern kann halt hier immer fahren. Da kann man auch Kinderwagen alles mitnehmen. Super praktisch. So, Lia, los! Gehen wir jetzt einmal den langen Gang. Und hier links befindet sich auch gleich schon ein Spielzimmer.
zeigen wir euch mal bei schlechtem Wetter. Ich gehe mal vorher. Genau, hier vorne ist so ein Spielzimmer, da kann man spielen bei schlechtem Wetter. Nein, Schatz, das ist nicht unser Zimmer. Komm, weiter. Weiter, weiter. Nein, das ist auch nicht unser Zimmer, Schatz. June, nein, weiter. Genau. Klasse. Oh, boing. Und wieder hoch, Schatz, komm. Super. Hui. Wir haben ein Zimmer direkt am Wellnessbereich. Vorne ist nämlich direkt der Wellnessbereich, da geht das Schwimmbad los. So, wir sind auf dem Zimmer. Und ich zeige euch jetzt natürlich gleich meine Roomtour. Es ist, wie gesagt, dasselbe Zimmer wie letztes Mal, also vom Aufbau her, nur an einem anderen Ort. Wir haben auch wieder eine richtig schöne Terrasse, die zeige ich euch mal als allererstes, weil die Sonne gerade so schön scheint. So eine riesengroßen Terrassentür hier. Zack. So seht ihr das, denke ich mal, ganz gut. So, zurückzoomen. Also wir haben hier zwei Tische und zwei Stühle. Ich gehe jetzt mal hier ohne Schuhe raus. Und wir sind hier am letzten Fleck. Das heißt, wir haben hier richtig schöne Ruhe. Wirklich schön. Und da vorne ist da die Pirateninsel. Hier könnte man jetzt auch so durchgehen. Aber man kann natürlich auch einmal durchs Gebäude durchgehen. Aber hier könnte man jetzt, wie gesagt, direkt zur Pirateninsel. Die ist dann hier hinter den Bäumen. Aber das zeigen wir euch gleich. Und so sieht das dann hier bei uns aus. Und hier ist das Kinderzimmerfenster. Genau, und hier ist unser Fenster. Ja, warte kurz. So, jetzt zeige ich euch das mal von draußen. Hier ist also die Tür. Wir haben Zimmer 145 mit dem Elefanten hier oben drauf. Seht ihr das? So können die Kinder halt immer erkennen, in welchem Zimmer sie wohnen. Hier ist der Elefant drauf. Gut, dann sieht das hier so aus. Lea, komm mal rein, Schatz. Ja, das Zimmer zeigen wir auch. Machen wir hier Tür zu. Hier haben wir einmal eine Kochzeile, eine Küchenzeile. Könnte man sich halt selbst verpflegen, wenn man möchte. Hier haben wir ganz, ganz viel Papierkram gerade schon bekommen. Eine Postkarte, die man zum Beispiel verschicken kann. Hier nochmal eine allgemeine Broschüre. Hier sind noch ein paar Sachen, die man machen kann, wellnessmäßig. Hier sind diese Urlaubstagebücher für die Kinder. Die können die halt so gestalten. Dann haben wir einmal das Animationsprogramm. Da erzähle ich euch gleich nochmal was dazu. Das finde ich mega cool. Hier haben wir einmal ein Ticket für unser Auto, dass es auch kostenlos parken darf. Die Kurkarten sind hier auch schon dabei. Hier haben wir noch ein Geschenk bekommen. Und zwar dürfen wir uns eine Picknickdecke oder eine Picknicktasche aussuchen. Kriegen wir kostenlos. Und hier ist auch nochmal ein Bademantelgutschein für die Kinder. So, hier geht es dann weiter in das Kinderzimmer. Da sind zwei Betten für die Kids drin, auch ein Fernseher. Ist jetzt natürlich nichts für die beiden Mäuse hier. Ich weiß nicht, vielleicht schläft June hier. Wir müssen mal schauen, wir wollten euch nochmal fragen, wegen so einer Bettumrandung, damit sie nicht runterfällt oder sowas. Hier ist noch ein schönes Bild. Und übrigens haben alle Gäste hier immer zwei Handtücher hierbei und einmal hier noch ein großes Handtuch. Auf jedem Bett. Hier seht ihr das. Hier geht das Licht an. Einfach ein ganz normales Duschbad. Da ist Lias Hocker, genau, der ist auch immer hier dabei. Nur ein kleiner Stuhl, Heizung und halt ein ganz normaler Dusche. Und hier ist dann das Schlafzimmer, wenn man geradeaus zugeht. Da ist der Felix gerade am Sortieren. Und auch hier, wir Erwachsenen haben auch immer hier die Handtücher und auch einen Bademantel und so einmal schnappen. Das habe ich euch ja letztes Jahr auch schon gezeigt, das ist hier auch immer dabei. Und deswegen auch der Gutschein für die Kinder, dass sie halt auch sich noch einen Bademantel holen können. Hier haben wir ein traumhaftes Bild. Ich bin total verliebt in dieses Bild. Ich finde das so schön. Und hinter diesem Bild, beziehungsweise dem Bett, ist auch immer noch ganz, ganz viel Stauraum. Das ist auch mega praktisch. Hier steht jetzt auch schon der Koffer. Hier haben wir noch ein Bild und hier auch noch ein Gästesofa, was man noch ausklappen kann. Das heißt, hier können noch mehr Leute schlafen. Und der Koffer, genau. Und hier haben wir noch halt so einen kleinen Bereich. Hier haben wir auch noch so eine schöne Grußkarte bekommen. Richtig süß. Gummibärchen überall. Ganz viele verschiedene Sachen hier noch. So, jetzt wollte ich euch noch einmal hier das Animationsprogramm vorstellen. Das ist nämlich mega cool. Das haben wir letztes Jahr mit Lia fast gar nicht benutzt, weil es war einfach nicht so viel für Lia dabei. Aber dieses Jahr, ich habe eben schon reingeluschert, können wir eigentlich jeden Tag was mit Lia machen. Das Animationsprogramm ist eben für Kinder und dieses Jahr sogar für Babys. Die haben sogar etwas für Babys gemacht, ab 0 Jahren. Also ab der Geburt. Ist halt immer von Montag bis Sonntag ein tolles Programm für die Kinder. Ich
lese euch einfach mal Montag vor, was hier so steht. Montag 9 Uhr, 3 bis 6 Junior Schatzsuche. Draußen ist das. Genau, man kann morgen um 11 Paddleball-Schläger bunt gestalten, also selber anmalen. Dann gibt es um 13 Uhr noch einen Piratenführerschein, den man machen kann. 15 Uhr für Babys, die Klausis Krabbelgruppe. Da haben die hier wohl ein Dachboden für Babys extra. Also da bin ich sehr gespannt. Ich denke, je nachdem, wie das Wetter morgen wird, aber ich denke, dass wir da hingehen. Das ist von 3 bis 6, von 0 bis 3 Jahre, also für Juni perfekt. Um 17 Uhr ist noch was für Familien, und zwar Outdoor-Spiele, Federball und Sackhüpfen und so weiter steht hier. Und um 19 Uhr gibt es gute Nachtgeschichten auf dem Dachboden. Genau, das ist jetzt das Programm von Montag, aber gibt es wie gesagt von Montag bis Freitags hier immer volle Programme und die Sachen sind meistens kostenlos. Also wirklich total klasse. Genau, hier ist jetzt auch alles kostenlos, steht hier. So, wir sind draußen, schau mal, da vorne ist der Felix mit Lia. Und wir sind jetzt hier gerade auf der Pirateninsel. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich mache euch gleich nochmal so einen kleinen Rundgang. Es sind hier auf jeden Fall unglaublich viele Spielsachen. Also wir haben jetzt hier vorne so eine Art Wasserspielplatz. Richtig schön. Hier seht ihr so ein bisschen Wassermöglichkeiten. Vorne ist so ein riesengroßes Klettergerüst. Und da hinten sind so neue Sachen gebaut. Die gab es letztes Jahr noch nicht. Und die schauen wir uns jetzt an. Da sind die beiden jetzt schon hin. Und ich werde jetzt mal die June einsammeln. Hier, die spielt nämlich auch schon fleißig. Die hat nämlich auch so neue Lederpuschen hier. Also die sind auch von Lia, als Lia ein Baby war. Aber der June hat das erste Mal an. Und jetzt kann sie ja auch richtig schön im Wasser spielen oder im Regen. Ist ja noch nass von eben. So, da vorne sind die Lia und Papa. Und hier geht die Juni jetzt lang. Und da vorne ist auch das große Schiff. Das zeigen wir euch auch gleich nochmal. Das ist ja dieses große Piratenschiff. Und hier ist dieses große Klettergerüst. Das heißt Weltenbummler, glaube ich. Ich weiß das gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist hier ein riesengroßes Klettergerüst mit ganz vielen Rutschen und sowas. Und hier hinten sind die neuen Sachen. Seht ihr das schon? Hier ist erstmal noch so ein Floß, wo man noch über schwimmen kann. Da sind eben diese neuen Sachen. So, hier sind die neuen Sachen. Wow, Lia, guck mal, ich sehe eine Seilrutsche, Lia. Ich sehe eine Seilrutsche. Wow, wie cool. Guck mal, Lia, hier kannst du auch durch. Ja. Wow! Klasse! Irgendwie so ein bisschen zum Klettern, das haben die jetzt gerade neu gebaut hier. Und da hinten geht es noch weiter, das zeigen wir euch dann gleich. Das ist doch schon mal mega hier, oder? Los, mein Schatz! Toll, Maria, das ist schon, sieht schon so groß, schaut mal. Klasse! Hier vorne ist dieses Floß. Da kann man eben dann so rüber. Hier über den kleinen See. Auch richtig süß, ne? Richtig cool. Hier kann man auch noch so ein bisschen durch das Wasser hier. Und da vorne ist auch ein neues Klettergerüst und der große Turm. Aber das zeigen wir euch dann auch noch. Und hier steht das große Schiff. Und das hier ist die große Pirateninsel. Die gehört halt hier zum Hotel dazu. Ist aber auch ohne Hotelübernachtung. June! Klasse! So groß bist du schon. Toll. Und die Lia, die ist jetzt schon da vorne. Gucken, was die macht. Na du? Ja, spiel ruhig, alles gut. Dafür sind wir hier. Sind wir gerade am Essen und die Getränke hier übrigens sind gratis beim Essen dabei. Mega cool, kann man sie auch immer nachfüllen, wie man möchte. Felix hat hier Burger, Lea hat auch Burger und ich habe hier so ein bisschen Fisch und sowas. Mega lecker.